So, und dann noch ein Zitat von Emanuel Wallerstein, dem großen amerikanischen Weltsystemtheoretiker. Ich habe es jetzt hier nur auf Englisch. Kapitalismus als System wird immer weniger attraktiv für die Kapitalisten selbst. Die einsichtsvollsten, die klügsten unter ihnen beginnen nach Alternativen zu suchen, wie sie ihre Privilegien erhalten können. Und das ist sozusagen der Prozess, den wir heute als postkapitalistische Tendenz, den wir als die Frage, was ist, kommt eigentlich nach dem Kapitalismus, kommt ein neuer Feudalismus und so weiter, stellen.